Der Weltraum, meine Damen und Herren. Unendliche Weiten und Michael Graf. So sieht's aus. Ja. Was gucken wir uns da an, Micha? Das ist Into the Stars, ein Weltraum-Survival-Spiel, so nennt es sich zumindest, das momentan in der Early-Access-Phase ist und in dem ich dieses wunderschöne Raumschiff steuere. Da ist schon der erste. Was ist denn das? Ist das so ein Weltraum? Ist das ein Asteroid oder so ein Weltraum-Turd? Das sieht so ein bisschen merkwürdig aus. Sagen wir da. Astronomen dazu. Das sind so Asteroidenringel. Da kann ich durchfliegen. Kannst du da durchfliegen? Ja, mach ich aber nicht. Oh. Das Spiel basiert auf der Unreal Engine 4. Ich finde, es sieht super aus. Ich mag diesen Stil so gerne. Ich finde, das Raumschiff schon alleine sieht so super aus. Einfach cool designt. Die Musik ist cool. Da hat einer der Komponisten von Mass Effect mit dran gearbeitet, der Jack Wall. Mhm. Also von der Atmosphäre her finde ich das ein super Spiel. Vor allem, Achtung, jetzt kommt's, bist du bereit, sitzt du gut, Achtung. Aha. Deswegen. Wow! Kapitänsperspektive. Endlich fühlen wie Captain Picard oder Kirk oder wen auch immer man lieber mag, hier der auf der Hammer. Brücke. Captain's Chair, kannst du auch sagen, auf den Schirm? Natürlich, ich kann hier draufklicken, dann kommt das auf den Schirm. Nämlich, warte, ich fliege mal ein bisschen langsamer, sonst knall ich da vorne in den Planeten rein vielleicht irgendwann. Ich kann nämlich die Karte aufrufen. Ich habe ja gesagt, das ist ein Weltraum-Survival-Spiel. Es dreht sich darum, dass man die letzten Überlebenden der Menschheit quasi transportiert und zu einem neuen Heimatplaneten bringen muss. Der ist hier oben. Wie man aber durch diesen Sektor fliegt, kann man dann selber bestimmen. Und dort gibt es auch immer mal wieder Planeten, die man besuchen kann, wie den hier. Das machen wir auch gleich. Hinten ist mein Zielmarker, da muss ich hin. Und im Wesentlichen, hier sieht man, wie viele Überlebende ich momentan noch an Bord habe. 10.000. Noch ist entscheidend, weil da werden welche sterben. Was? Und im Kern ist das Spiel ein Ressourcenmanagement-Spiel. Aha. Man sieht hier meine Ressourcenvorräte und hier meine Schiffssysteme. Die kann ich mir am Anfang aussuchen, welche Ressourcen die fressen. Also hier zum Beispiel der Nahrungsdispenser, also das, was Nahrung für meine Überlebenden herstellt. Oder mein Lebenserhaltungssystem oder meine Triebwerke, die fressen Biomasse. Ach guck, jetzt bin ich in Orbit von dem Planeten geflogen schon. Deine Triebwerke fressen Biomasse? Ja, das habe ich so eingestellt. Man kann verschiedene wählen, es gibt auch welche, die Stickstoff... Kannst du also deine Überlebenden quasi benutzen, um dein Raumschiff anzutreiben? Nein, das wäre witzig. Indirekt ja, weil man kann Händler treffen im Universum und bei denen kann man Menschen tauschen gegen Rohstoffe. Wofür brauchen die Menschen? Ja, weiß nicht, sie haben es nicht gesagt. Okay, so, jetzt bin ich hier an dem Planeten angekommen. Jetzt kann ich zum Beispiel eine Minenmission losschicken, um Rohstoffe zu bekommen. Da muss ich jetzt einen Piloten zuteilen, der einen möglichst hohen Pilotenwert hat. Wir haben das vorher nicht gesehen. Du hast dir vorher schon eine Crew zusammengeklickt. Du hast auch entschieden, wie viele Ressourcen, also wie viel von einer bestimmten Ressource du schon mal als Startwert quasi mitnimmst. Und ich glaube, du hast dein Raumschiff ausgestattet, ne? Genau, mit diesen Systemen eben. Da kann ich wählen, welche Systeme ich einbaue. Je nachdem, welche Ressourcen sie verbrauchen, kann ich dann die Ressourcenmenge auch einstellen, die ich mitnehme und kann halt so das austarieren. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. Wie gesagt, atmosphärisch ist es ganz cool. So, jetzt hat hier mein Minen-Ding an den Planeten angedockt. Jetzt kann ich hier in diesem total originellen Minispiel... Wie bei Oil Imperium früher. Ja, es ist ein bisschen blöd. Also man muss auch tatsächlich sagen, so cool die Atmosphäre ist und so cool mir das Raumschiff gefällt, so diese Minispiele, die drinstecken und der eigentliche... So das ist wirklich wie bei Imperium früher. Auf den harten Stein gestoßen, bumm, vorbei. Genau. Ja. So, jetzt kann ich hier die Ressourcen einsacken und gut ist. Genau, was an Spiel drinsteckt, ist noch relativ mager. Ich kann hier auch mal einen Shuttle losschicken. Auch da brauche ich meinen Piloten. Die werden auch dann langsam besser in ihren Charakter werden, wenn ich sie häufiger einsetze. Hier nehme ich meinen Commander noch mit. Und den Medizinoffizier. Man sieht schon, es gibt halt immer eine Erfolgschance. Dann starte ich das Shuttle. Sieht cool aus, gibt eine coole Musik dazu. Sieht echt cool aus, muss ich schon mal sagen. Aber es spielt sich dann halt alles im Textbildschirm ab, werden wir jetzt auch sehen. Ja, das wird aber wahrscheinlich auch so bleiben, oder? Wahrscheinlich schon, ja. Wenn man sich die Roadmap anschaut, die jetzt halt die Entwickler abgegeben haben bei den Early Access... haben sie gesagt, komplette Singleplayer-Kampagne Ende des Jahres und persistentes Universum 2016? Ja, genau. Warte, ich erinnere mich das. Genau, also die haben halt beschränkte Ressourcen, ist logischerweise ein Indie-Team, also arg viel wird sich da wahrscheinlich nicht mehr tun. Ich würde es mir aber wünschen, weil an und für sich die, so die Grundlage ist super, die Atmosphäre ist cool, ich spiele es auch immer wieder gerne von vorne. Jetzt sieht man hier, meine Chance des Erfolgs ist 99%. Habe jetzt dieses Zufalls-Event da gewonnen, da können unterschiedliche Events sein und darf jetzt da Gegenstände einsacken. Manchmal findet man auch neue Schiffssysteme, neue Waffen, die irgendwie stärker sind, Kämpfe gibt es auch, die sind aber relativ langweilig und ziemlich statisch. So, jetzt habe ich diesen Planet. Ich kann noch eine Ressourcensammelprobe, Sonde da bisschen rumminen hättest du da auch noch können. Genau, noch mehr Minen, aber das wollen wir jetzt nicht. Und ist das aber der Spielablauf? Du fliegst jetzt hier durch dieses Weltall und dann entdeckst du da irgendwo einen Planeten oder sonst was, dann klickst du dich durch diese Textbildschirme und fliegst zum nächsten, oder? Richtig, im Wesentlichen ja. Man kann auch immer mal wieder andere Raumschiffe treffen. Hier drüben ist zum Beispiel so eine menschliche Arche, das Blaue da, die auch gestrandet ist, wie ich. Also da könnte ich auch hinfliegen. Können wir sie zerstören? Nein, und ihre Leichen als Antrieb für unsere... Ich erkenne da ein wiederkehrendes Thema. Nee, geht nicht. Das geht nicht, okay. Wenn man mit denen in Kontakt tritt oder so, gibt es dann da Dialoge oder sowas? Bei dem jetzt nicht, weil da sind alle schon verstorben. Ich hoffe, das ist kein Spoiler. Man kann aber im Weltraum dann eben die Händler treffen, mit denen man ein bisschen reden kann. Aber es gibt nicht so wirklich großartige Interaktionen, was sehr, sehr schade ist. Es gibt auch feindliche Aliens, aber da beschränkt sich die Interaktion auch darauf. Das bricht da auch noch Tollwut aus an Bord. Dass die sagen, wir bringen euch um. Genau, das gibt es auch immer mal wieder, so Zufallsereignisse. Denen muss ich dann einen passenden Offizier zuweisen. Man sieht hier, das Tollwut ist ein medizinischer Notfall. Da nehme ich meinen Medizinoffizier. Und die Herrschaften wurden verletzt bei ihrem letzten Einsatz. Die kann ich jetzt in die Krankenstation zuweisen. Ja. Die Jennifer Thomas sieht auch gar nicht so schlecht aus, oder? Da könntest du auch mal vorbeigehen und sagen, du hast dich an der Schulter verletzt oder so. Oder? Ja, das, da ging noch mehr. Ja. Ja, man könnte noch viel einbauen. Aber ach, das fehlt auch. Na gut. Ja, ach, guck mal, jetzt haben wir schon hier, die ersten 17 sind schon kapiert. 18, oh Gott, wie die fliegen. Das geht ja steil bergab. Wenn die Civilians auf 0 sind, hast du dann verloren? Ist das Spiel vorbei? Verloren, ja, dann ist das Spiel vorbei. Das ist tatsächlich. Also mein Ziel ist dann halt wirklich zu diesem anderen Planeten zu kommen. Also nicht zu dem, sondern zu einem ganz anderen. Und das Problem ist ein bisschen die Fluggeschwindigkeit. Denn mein Schiff, das ist jetzt höchste Geschwindigkeit und ein ganz gutes Triebwerk, was ich eingebaut habe. Wahnsinnige Geschwindigkeit. Es ist wahnsinnige Geschwindigkeit. Ja, das Spiel ist halt sehr träge und es steuert sich auch sehr träge. Ich steuere das mit WASD, also typisch Shooter-mäßig eigentlich. Ja. Halt so langsam. In der Tat, ja. Wir hatten dieses, tatsächlich haben wir das Spiel schon mal versucht aufzuzeichnen. Also du hast das mit den Kollegen Stange schon mal probiert und ihr habt erst hinterher gemerkt, dass da Frames gefehlt haben. Ja. So langsam ist es. Naja, nicht ganz. Ich weiß. Das Ding ist auch, wenn ich mich zu lange in einem Sektor aufhalte, was ich jetzt mal versuche, um es zu provozieren einfach, dann entdecken mich irgendwann die Aliens. Jetzt kann ich hier nicht mal einen Commander zuweisen. Ich muss den Typen hier. Das ist aber eine Frau gewesen. Echt? War es eine Frau? Ja, Jane Anderson. Das ist mir wurscht. Oder der Typ hat sich Jane genannt. Das kann auch sein. Ist ja okay auch, ne, wenn er möchte. Aber es gibt also Aliens und die können uns entdecken, wenn wir zu lange stehen bleiben. Genau, man sieht es auch auf der Map. Je nachdem, wie die Sektoren gefärbt sind, ist da der Bedrohungslevel höher. Hier ist ein gelber Sektor, da ist er ein bisschen höher. Hier ist jetzt gar nichts, weil ich da noch nicht lang genug bin. Okay. Aber die könnten mir dann auflauern. Die Kämpfe sind aber wirklich simpel. Also du hast da wirklich nur bis zu 3 Raumschiffe, die dir angezeigt werden. Statisch, da bewegt sich nichts. Und dann musst du mit deinem Laser und deinem Torpedo Farben wählen, die eine andere Farbe haben als der gegnerische Schutzschild, um die dann zu zerstören. Also es ist wirklich ein bisschen... Okay, was kostet der Spaß? Early Access ist ja gerne mal absurd teuer, wenn man früh einsteigen möchte. Weißt du das? Ich weiß es nicht auswendig, aber es ist tatsächlich so, wenn mich jetzt jemand fragen würde, soll ich dafür Geld ausgeben? Also überhaupt generell würde ich eher sagen, eher nicht. Zumindest wenn man... es nicht aus so einem Unterstützungsgedanken heraus macht und sagt, hey, das finde ich cool, die Entwickler, das will ich unterstützen. Aber du kriegst halt momentan einfach nicht viel Spiel fürs Geld. Okay. Das ist das Problem und auch dadurch, die Atmosphäre ist eigentlich cool, allein schon dadurch, dass es halt einfach dieses schick designte Schiff hat, die coole Musik hat tatsächlich, aber es steckt halt an Spiel und an Abwechslung noch nicht sonderlich viel drin. Ja, ist ja sehr ruhig, so ein kontemplatives, ist ein bisschen Eve Online-mäßig, erinnert mich das gerade. Da hat man ja auch viel mit Rumfliegen zu tun gehabt. Ja, ne? Genau. Also man kann auch tatsächlich eine Partie in einer guten Stunde abschließen, wenn man einfach relativ zielstrebig halt... Wenn man seine Zivilisten schnell verrecken lässt, willst du sagen. Ja, das geht natürlich noch. Macht's gut! Ja. Oh, tut mir leid. Alle durch die Schleuse. Nee, genau. Also du kannst natürlich auch relativ schnell fertig werden, indem du einfach sehr zielstrebig dann zu deinem Zielplaneten da fliegst. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Ach, das geht quasi so straightforward. Du musst einfach dahin und dann ist vorbei. Dann ist vorbei, genau. So. Dann hast du da neue Heimat, gut ist. Okay. Und ich hoffe halt, dass wenn die noch ein bisschen länger dran arbeiten, sie zumindest halt noch mehr Begegnungen einbauen im Weltraum, dass du halt da mal was ist, da mal ein Raumschiff, dass du auch mal Dialoge führen kannst, weißt du, so Picard-mäßig, hey, komm mal auf eine Tasse Earl Grey rüber oder sowas. Weil das... fehlt halt noch weitgehend. Ich habe noch 5000 Leute, die könnte ich euch alle verkaufen, wenn ihr gerade heute die Sahnetorten wieder im Angebot habt. Hat das so Roguelike-Elemente, dass wenn du quasi einmal stirbst und dann startest du neu, dass du dann irgendwas behältst, oder ist das so ein super hartes Permadeath, irgendwas Ding, das heißt, du startest immer wieder komplett neu. Ja, du bist tot, wenn du stirbst, bist du tot. Also das heißt, dann musst du tatsächlich nochmal von vorne anfangen. Mhm. Könntest du frei speichern? Nee, kannst du auch nicht. Es gibt nur einen Speicherplatz und da merkt sich das Spiel, wo du gerade bist. Mhm. Und wenn du dann aber stirbst, dann hast du Pech gehabt. Keine Spirenzchen. Genau. Also da gibt's, da wird nicht genau rumgescherzt. Na denn. Ja, gibt's noch irgendwas Bemerkenswertes? Ich weiß nicht, wie das mit den Aliens, das dauert wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen. Ja, die wollen irgendwie heute nicht. Da müssen wir wieder parken. Die haben gerade frei. Sind die cool? Sind das Tentakel-Aliens oder so eher die Akte X-Variante? Ich muss ehrlich sagen, ich klicke die immer gleich weg. Weil sie sagen halt einfach nicht mehr als, du musst sterben. Hm. Weil das sind auch die Typen, die die Menschheit ausgelöscht haben, logischerweise, ne? Hast ja die letzten Überlebenden da an Bord. Und auch da könnte man halt einfach mehr machen. Auch wenn ich halt überlege, damals, eins meiner Lieblingsspiele aus der alten DOS-Ära ist halt Star Control 2. Mhm. Wo auch sehr viel an Interaktion mit freakischen Alien-Rassen drin steckt, die sich auch wirklich Gedanken gemacht haben, wie man die halt voneinander abhebt und welche komischen Eigenarten die alle haben können. Also es könnte noch so viel da eingebaut werden. Und was ich aber jetzt schon sagen muss, es reizt mich, obwohl es eigentlich relativ dünn ist, immer mal wieder es auch neu anzufangen. Weil ich dann das mit den Ressourcen neu ausbalanciere, probiere mal ein bisschen andere Systeme aus, obwohl es noch nicht so viel ist. Also ja, ich muss da irgendwie, keine Ahnung, ich bin da wohl empfänglich für, weil ich auch einfach dieses Raumschiff-Feeling, dieses Kapitäns-Feeling halt einfach mag. Ja. Naja, also die Handgeste ist ja auch da, ne? So mit nach vorne. Also wir können sagen, aber du sagst so quasi abschließend, ich muss das jetzt mal, ich muss ungefähr seit 5 Minuten ungefähr muss ich husten. Achso, okay. Wir müssen dieses Video zu Ende bringen, bevor ein Unglück passiert. Aber das heißt, du sagst also im Moment echt nur Liebhaber sollten dafür Geld ausgeben, aber das birgt eventuell das Potenzial, wenn sie dann noch einiges. Muss aber schon noch ein bisschen was passieren, oder? Da muss noch ordentlich was passieren, genau. Also es muss noch echt mehr Inhalt rein. Okay. Also so wenn das ja so 2016 aus einer Beta rauskommt oder so, ne? Und ja, mal gucken, sobald sie Raumschiffverkäufe einführen, monatliche. Ja, dann wäre es natürlich das Ultimum. Tipptopp. Ja, dann würde ich sagen, oder? Ja. Das war Into the Stars. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, make it so. Ich fliege noch ein bisschen weiter.